Was geht ab, meine Nachfries? Mein Name ist Sophie und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen. Und zwar das, was ich euch jetzt zeige, habe ich gestern aufgenommen. Und zwar geht es um die Geschichte zwischen Amadou und Senad Gashi. Wie ihr wisst, haben die beiden ja vor ein paar Wochen geboxt und für viele überraschenderweise hat Amadou damals gewonnen. Um den Kampf herum gab es aber einige Kontroversen, erst recht aus der Richtung von Senad Gashi, der Veranstaltung vorgeworfen hat, dass das Ganze nicht wirklich auf die ehrliche Art und Weise abgelaufen ist. Was ich euch jetzt zeigen werde, ist erstmal ein Streitgespräch zwischen Amadou und Azadi. Darauf folgend tut auch Amadou seinen nächsten Kampf bestätigen, und zwar gegen einen sehr interessanten Kämpfer. Schauen wir rein. Kommst du nicht nach dem Kampf zu mir? Doch, 100%. Was hast du mir gesagt? Respekt, krass, heftig, Kampf of Fight of the Night. Boah, krass. Ich hab dich gefeiert. Ja, 100%. Warum hast du nicht genau mit den gleichen Energien in dem Video gesessen? Weil ich niemand gefragt hat. Denkst du nicht immer, wenn du mich, du fragst mich und ich gebe dir eine Antwort. Senad Gashi hat dich sogar gefragt. Der Senad Gashi hat dich gefragt. Das war da, wo du es gesagt hast. Also guck mal, Sade, du bist selber Kampfsportprofi, ja. Sah der für dich irgendwie dominant? Also ich muss ehrlich sagen, vor allem, dass ihr beide jetzt angesprochen habt, alle äußeren Umstände ab dem Zeitpunkt, wo du diesen Minuspunkt bekommen hast, ja, wusste ich, okay. Das da ist irgendwas voll ab. Ja gut, das aber wird, komische Enden, aber ja. Gut, wie gesagt. Ja. Das ist nicht keep the same energy, mein Brother. Keep the same energy. Ja, es ist halt eine unangenehme Situation für Azadi. Ist klar, er hat Senad da sitzen und soll er jetzt Senad ins Gesicht sagen, dass er glaubt, dass Amadou fair gewonnen hat? Ja, normalerweise ja. Er sollte in der Lage sein, das zu Senad zu sagen. Und Senad als Kampf- oder als Profikampfsportler sollte diese Meinung akzeptieren können. Weil das gehört auch dazu, Profi zu sein. Das Wort ist beinhaltet. Professionell sein. Okay? Und Kritik oder Meinungen absolut akzeptieren. Gar nicht. Der hat gefragt, und wie fandst du das oder sowas ähnliches? Hat er nicht gefragt. Deswegen. Ja, weiß ich nicht, aber wenn mich jemand. Ich weiß nicht. Ich habe das Video hier. Kralas, Bruder, dann mach doch mit dem Video. Aber ich sag's doch dir. Ich hab doch keinen Grund zu lügen. Wenn Bruder, ich du sollst nicht mir sagen, du sollst die Wahrheit sagen, wenn du in der Öffentlichkeit. Sag ich doch. Hast du aber nicht. Man hat ja eine Frage gestellt und die einzige Antwort drauf war, ab dem Moment, wo dieser Punktabzug war, wusste war's, ich. Klar. Dann hat er dann gesagt. Dann war's klar. Dann hat Senad gesagt, ey, dann wusstest du, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist schief. Dann du so, ja. Aber was war klar, ist die Frage. Bruder, dann war es doch klar, dass der Kampf vorbei ist. Jetzt ab dem Zeitpunkt, wo du diesen Minuspunkt bekommen hast, ja, wusste ich, okay. Da ist irgendwas voll ab. Ja gut, das aber wird, komische Enden, aber ja. Gut, wie gesagt. Ja. Er hätte sich vielleicht noch recht rausreden können, wenn er dieses Wort komische Enten nicht gebracht hätte. So. Weil er suggeriert damit natürlich, dass er glaubt, dass Senad gar nicht die Chance hatte zu gewinnen und deswegen auch diesen Punkteabzug gekriegt hat. Azadi, Nicht, weil ich hab einen Knockdown bekommen und ich habe dadurch automatisch 2 Punkte verloren. Und er hat 1 Punkt verloren. Und sogar hätte sie Knockdown nicht, wäre der Kampf auch nicht verloren. Und auch so, allein schon, dass du jetzt deine Meinung veränderst, als Senad dich das gefragt hat, seine Intention war damit, es war klar, dass irgendwas nicht stimmt. Und du hast es bestätigt. Das war damit gemeint. Ich kann mir das Video gerne anschauen, ich kann es ja gerne gucken, was ich genau gesagt habe. Ich habe kein Mann deines Wortes. So, du bist kein Mann deines Wortes. Warum guck nicht? Mal, ich habe hab jetzt eine Frage gestellt. Du bist nicht in der Lage, ich habe dir eine Frage gestellt und du bist nicht mal in der Lage, das zu beantworten. Wer hat deiner Meinung nach diesen Kampf gewonnen? Hä? Wir fragen nach deiner Meinung. Bruder, das ist Quatsch, Mann. Nee, guck mal, nimm mich nicht, Bruder. Wer hat deine Meinung nach? Ah, nimm mich nicht, Bruder! Ich sag's nochmal. Keiner hat was Negatives gesagt. Nochmal, du bist nicht mein Bruder. Du bist nicht so hinterhältig sein. Noch Sinan, Digga, keiner hat was Negatives gesagt. Nicht mal Sinan hat was Negatives gesagt. Das ist eine andere Frage. Also ich, nach der Bewertung des Kampfes, finde, Amadou ist der verdiente Gewinner gewesen. Ewa, er holt mich jetzt. Was ist denn das? Was ist das? Sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir nicht mehr in der Öffentlichkeit darüber reden können, wer gewonnen hat und wer verloren hat oder was? Ist das jetzt mittlerweile die Politik? So, wenn Senad unbedingt das Ding korrigieren müsste oder möchte, dann biete dem Jungen einen Rückkampf an und knock den Jungen aus, fertig, aus Ende. Wenn du die Story richtig stellen möchtest. So, Part 2. Da war doch klar. Senad hat auch selber gesagt, dass er sich den Kampf angesehen hat und dann gesagt hat, dass er selber gedacht hat, dass er vorne liegt. Aber nachdem der Pump abgezogen worden ist, war doch klar, dass du gewonnen hast. Senad hat selbst gesagt, im Endeffekt, am Ende des Tages ist doch scheißegal.
Mein Bruder, ihr macht doch den Rückkampf, dann könnt ihr gegeneinander kämpfen. Nein, es ist mir nicht scheißegal. Du verstehst anscheinend nicht, was ihr da angestellt habt mit mir. Bruder, du, voilà, keiner hat was Schlimmes gesagt. Aleikum salam. Guck mal, beste Beispiel. Amar hat auch ein Video gemacht. Ja, kann sein, voilà. Man hat ihn gefragt, wer hat deine Meinung nach den Kampf gewonnen? Der hat ganz klar gesagt, guck mal zu, Senat hat einen starken Kampf gemacht, Amado hat einen starken Kampf gemacht, aber Amado hat geliefert. Dasselbe, was ich gerade gesagt habe vor zwei Minuten. Nein, du hast was anderes gesagt. Ich stell dir nochmal die Frage, wer hat diesen Kampf gewonnen? Ich habe dir doch gerade dasselbe gesagt. Guck mal, ich sag genau wie er. Nein, du hast was anderes gesagt. Wer hat deiner Meinung nach den Kampf gewonnen? Salam alaikum, wie geht's, Bruder? Wa alaikum salam, wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, dankeschön. Was geht hier ab, Bruder? Wie Silvester, Knallerei hier. Ich erkläre dir ganz kurz, was abgeht. Was man hat Frage, ein Video gemacht, in dem man... Ich bin direkt. Was ist die Frage? Die Frage ist, deine Meinung. Ich frage nach deiner Meinung. Ich frage nach deiner Meinung. Okay. Dankeschön. Dein Kollege, der kam zu mir. Ein bisschen geht nicht mehr nach dem Kampf. Bitte. Bruder, was ist los mit dir? Bruder, was ist los mit dir? Warte. Bruder, ich küsse dein Herz. Bitte redet untereinander euch so. Ja, okay, nein. Ich verstehe, was du meinst. Okay, und Bruder, dann? Guck mal, ich sagte, was mein Problem ist. Die sollen über mich reden. Ne? Guck mal, einen Monat lang redet der Senat über mich. Habe ich kein Problem mit. Aber jetzt zu sagen, ich habe Profikämpfe gemacht und ich habe die rausholen lassen, was ich verloren habe. Bruder, das ist rufschädigend. Und der betitelt mich als Betrüger. Und das ist mein Brot. Bruder, eine Frage. Bist du der entscheidet oder er, wer den Kampf gewinnt? Da sind doch Ringrichter, da sind doch Judges, das ist doch, Bruder, ich sag ja, doch Leute, die den Kampf angucken. Bruder, ich sag ja, das ist mir so egal, das ist mir egal. Guck mal, Bruder, das soll er tausendmal reden, ist für mich, aber... Aber wer hat denn gesagt, dass du verloren hast? Sen hat gesagt, du hast den Kampf nicht gewonnen, ich krieg das nicht mit, Bruder. Ich bin ja, natürlich, guck mal, und das ist nicht mal, worüber ich mich aufrege. Worüber ich mich aufrege ist, dass er sich dahin setzt und sagt, ich habe Profikämpfe, viele Profikämpfe, die ich verloren habe. Und ich hab die aus Boxrec rausholen lassen. Also wenn das möglich wäre, dass man die einfach rausholt, glaub ich tatsächlich, dass das viele machen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht möglich ist. Also 100% eigentlich. Aber ich weiß nicht, ja. Da müsste schon echt... Man muss ja schon wirklich da was Handfestes haben, damit man das Amado vorwirft. So. Weil das tut ja auch seiner Seriosität als Kampfsportler entweder... gut oder wenig, ne, oder nicht gut. Heißt, wenn das seine Bilanz ist, ne, oder er hat eine klide Bilanz, dann ist er natürlich, ne, es ist einfach ein Boxen, dieses L zu haben, ist einfach nicht so gut und erst recht davon mehrere kann verheerend sein. So. Dementsprechend, aber hat er Niederlagen und lässt sie rausholen, ist es natürlich verurteilend, ne, ist am Ende des Tages, wie gesagt, ist Betrug. So. Part 3, komm mal. Part 4 kommt. Bruder, weißt du, was ich glaube? Das ist eine Sache, die ihr besser privat klärt, Bruder. Ich habe mit dem nichts zu klären. Ich verstehe, was du meinst, ich kenne Azadi, Bruder. Azadi ist ein neutraler Dings. Ah, Bruder, wäre neutral, hätte so geantwortet wie du. Weißt du, ich hätte nicht mal ein Problem mit, hätte dir gesagt, seiner Meinung nach hat Senat gewonnen. Ich habe in diesem ganzen nicht mal damit. Guck mal, mit dir brauchst du gar nicht mehr reden. Du bist schon in der Lage, eine Frage zu beantworten. Ich hab deine Antwort schon 700.000 Mal beantwortet. Hätte dir gesagt, ne? Für mich hat Senat gewonnen, wäre es für mich sogar okay gewesen. Aber der sagt auch nach dem Motto, ey, da war was Komisches im Spiel. Das war nicht fair. Ich glaube, das, was Amado aufregt, ist, dass es suggeriert wird, dass die Bühne dafür gelegt ist, dass Amado nur gewinnen kann. So. Aber letztendlich war doch eigentlich die Erwartung, dass Senat ihn ausnockt. Ich meine, Senat ist halt Profisportler und hat schon wirklich auf Weltbühne geboxt. Das ist Fakt. Das ist wirklich Fakt. So. Und Amado sollte prinzipiell von der Erfahrung her eigentlich ein leichter Gegner sein. Hat er ihn unterschätzt? Höchstwahrscheinlich. Aber dann zu sagen, ihm seinen Hack zu nehmen oder Amado seinen Hack zu nehmen, weil wenn du sagst, ich finde, dass Senat gewonnen hat, dann ist es einfach deine sportliche Meinung. I get it. Und du nimmst damit auch das Hack von Amado nicht. Aber das Hack nimmst du, indem du behauptest, dass Amado per Betrügerei gewonnen hat. Das ist Hack nehmen. Und was alle vergessen ist, ne? Die betiteln gerade Triple A als Betrüger. Keiner Triple A. Wallah, ich kann blind sagen, Triple A sind keine Betrüger. Dann, wartet kurz. Wer wird gewinnen? Amado vs. Sinan G. So, meine lieben Freunde, ich stehe fest, Sinan G hat den Boxkampf gegen Amado angenommen. Was denkt ihr? Wer wird den Kampf gewinnen? Zieht's euch rein und viel Spaß. Sinan G
Sinan G. Schreib's hinter den Ohren. Ich muss dir gegenüber nicht respektvoll sein. Ich werde dir gegenüber nicht respektvoll sein und auch nicht höflich sein. Und dein Props brauche ich nicht und will ich nicht. Nichts davon. Oh. Aber eins muss man dir lassen. Du hast Cojones. Dass du diesen Kampf annimmst, du hast Cojones. Du hast es uns zwar ein, zwei Mal schon gezeigt, auch wenn wir es nicht sehen wollten, aber wir haben es gesehen, du hast Cojones, wir haben das schon gesehen. Und du hast auch schon bewiesen, dass du Sachen reinstecken kannst. Ich meine, dass du einstecken kannst. Aber dieses Mal ist was anderes. So, meine lieben Freunde, Kötibo mit einer lustigen Ansage. Aus der boxerischen Perspektive ein sehr, 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 sehr interessanter Kampf. Ein sehr, sehr interessanter Kampf, meiner Meinung nach. Rein so von der Stilistik her oder sowas, ne? Also, okay, dann merken wir uns das auf jeden Fall. Dann Senat, Gashi und Sinan G bekommen 100.000 im Bar angeboten von Nu 51. Gucken wir rein. Also die Unterstellung von Senat ist, dass du in diese Box-Rack, ne? Mhm. Da sind die Statistiken aufgezählt, die Kämpfe, ne? Genau. Dass du gefaked hast und schon mal verlorene Kämpfe rausgeholt hast. Genau. Du hast mir das heute gesagt, ich habe dir auch was gesagt. Wir machen dem ein Angebot. Der kann sich Angebot nicht machen. Aber wir machen ihm das Angebot. Bei uns sagt man, Mund kämpft nicht, ne? Guck mal, du siehst Sinan, du siehst Senat, ne? Ich biete euch beiden 100.000 Euro in bar. Jederzeit. Kommt einfach nach Düren, kommt das abholen. Zeigt mir diese Person, gegen die mein jüngerer Bruder seinen Profikampf verloren hat. Jeder oder mehrere Kämpfer angeblich Senat. Und Sinan, zeigt diesen Typ oder diese Leute. Zeigt nur einen. Ihr müsst nicht mehrere. Nur einen einzigen. 100 Mille in bar. Damit ihr seht, wir blöffen nicht. Gib mal meine Tasche bitte. Guck mal, Senat und Sinan, wir lassen dieses Geld für euch hier drin. Du musst ein bisschen hochhalten. Hier, seht ihr das? Das sind 10 Kracher, 20 Kracher, 30 Kracher, 40 Kracher, 50 Kracher, 60 Kracher, 70 Kracher, 80, 90, 100 Mille. Egal wer von euch diese Person bringt, ihr könnt das Geld sofort holen. Unberührt. Okay, weiter. Eieieiei. Ich wusste, der Name sagt mir etwas. Nur 51 ist der von MMFK, ne? Also Sugar MMFK. Die haben. Als nächstes kommt ein Live-Gespräch zwischen Amadou und Senat Gashi. Das heißt, das ist jetzt, das, was jetzt passiert, ist jetzt nach diesen ganzen Sachen passiert, die ich euch vorhin gezeigt habe. Wegen was denn schimmen? Dass du Lügen erfinden musst. Wieso muss ich denn Lügen erfinden? Welche Lügen denn? Lass uns mal jetzt Tachlis reden einmal, ja? Ja, wir reden Tachlis. Woher hast du den Beweis? Du pushst Sachen, glaube ich, so ein bisschen zu hoch, ja? Ich push gar nicht hoch. Du hast gesagt, ich habe Profikämpfe, die ich verloren habe und ich habe dir aus Boxtrack rausholen lassen. Richtig oder falsch? Ich habe das von ein paar Leuten gehört, das stimmt, ja. Von ein paar Leuten gehört. Hast du Beweise? Hast du Beweise, dass das nicht stimmt? Wie? Du musst so Beweise haben. Du hast auch rausholen lassen, kann ich jetzt auch sagen. Man kann alles einfach raus. Hab ich noch nicht. Also wie gesagt, ich kann dir Namen sagen von Leuten, die das sogar gesagt haben. Guck mal, sag mir keinen Namen. Amadou, ganz ruhig, ja. Auch lass uns mal hier normal und respektvoll reden, ja, nicht mit Schemen, Memen und sowas, wir sind keine Kinder. Erstens, du hättest mal, genauso mit mir reden können, aber hast du nicht. Du hast dich draußen im Video gesetzt. Wo hast du das Video gemacht, mein Lieber? Du hast ein Video gepostet, wo du gesagt hast, schämst du dich? Du hättest mich anschreiben können. Ja, aber wer hat zuerst was gemacht? Aber du hast doch zu mir gesagt, gerade eben, ich hätte dich anrufen können. Du hättest mich auch anrufen können, oder? Ich war bei Sinan im Stream und das Thema ist aufgekommen. Ich wollte nie über dich reden und ich habe noch über dich gut geredet. Ich habe gesagt, Amadou, ich gönne ihm den Sieg, ist alles gut. Warum? Nach aber kommt immer Scheiße. Egal, was gut geredet hast, du hast danach nur Scheiße über mich geredet. Aber was denn? Was denn? Dass ich zum Beispiel Profikämpfer habe, die ich rausgeholt habe. Genau, das wurde mir gesagt. Das wurde dir gesagt, aber hast du Beweise? Haben die dir irgendwas gezeigt, was das bezeugt?
Natürlich nicht, aber ich kann fragen. Ich kann fragen. Ich weiß, wer mir das gesagt hat. Ja, weil ich, wenn, Amado, wenn mir doch einer was sagt, soll ich dir sagen, ey, gut, zeig mir jetzt ein Video davon, zeig mir. Ich habe gehört, du hast einen Beweis. Aber guck mal, du hast da verloren. Das und ich nicht sagen, aber du kommst gerade in die Öffentlichkeit. Du kommst in die Öffentlichkeit. Deswegen. Um fairerweise, um ehrlich zu sein, ja, also bei so einem Vorwurf, ne, kann, das ist ja so schlimm, dass das ja theoretisch gesehen der Karriere von Amado extrem schaden kann. Ne? Wie gesagt, gerade im Profibereich kommt es ja darauf an, wie dein Name überhaupt, ne, wie dein Name bei den Leuten anklingelt. Heißt, bist du ein interessanter Kämpfer, bist du ein spektakulärer Kämpfer, bist du jemand, der zur Entscheidung kämpft, bist du jemand, der Leute ausnockt, ne, bist du ein ehrlicher Kämpfer, bist du ein dreckiger Kämpfer, bist du ein Kämpfer, der seine Bilanz manipuliert hat oder halt nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn Sennard an die Öffentlichkeit kommt und von diesem Gerücht redet, dann auch wirklich nur, wenn er wirklich Beweise hat. Du bist aus der Boxwelt, du weißt, wie es läuft, du weißt, was Bilanz bedeutet und jetzt stellst du mir vor, dass ich ein Betrüger bin. Betrüger? Nein, einfach Leute haben das rausgenommen anscheinend. Wenn es stimmt, dann haben Leute das rausgenommen. Wenn nicht, dann stimmt es nicht. Aber ich habe das gesagt bekommen. Stimmt's nicht, Bruder, es sind Sponsoren von mir abgesprungen. Wegen deiner Aussage. Welche Sponsoren sind denn von dir abgesprungen? Und einige. Wegen sowas, das ist doch Schwachsinn. Ja, es ist nicht Schwachsinn, ich kann es verstehen. Hä? Du hast mich betitelt als welchen Betrüger. Das sieht für mich aus wie so ein billiger Trick, irgendwie an Geld ranzukommen. Ja, du hast nicht gesagt, ich glaube, man hat mir das gesagt, du hast selbstbewusst gesagt, der hat sogar Kämpfe rausholen lassen. Selbstbewusst. Ich weiß nicht, ob du das hast, dein Manager, man sagt, aber du hast Kämpfe verloren, einen in Frankfurt, und ich kann dir sagen, wer in der Ecke war. Und sagst du, wer war in der Ecke? Ich werde dir Datum besorgen, ich werde dir das schreiben, ich muss den Typ anrufen und sagen, was sagen, ne? Guck mal. Wir haben in dem Video was gesagt, deswegen. Genau, wir haben dir ein Angebot in dem Video gemacht, dass du Leute holen sollst, die, gegen die ich anscheinend gekämpft und verloren habe. Du hast einfach selbstbewusst, du weißt, was du tust, du bist kein dummer Junge, du bist ein schlauer Junge. Ich habe dir doch gesagt, das hat mir einer gesagt, und ich werde den Person anrufen, werde fragen, wann das war, wo das war, gegen wen das war und wenn deine Ecke war, okay? Hättest machen müssen, bevor du es in Öffentlichkeit gebracht hast. Ich hab mir das schon gesagt, ich hab's nur nicht im Kopf gehabt. Keiner hat ja nach dem Sagen gefragt. Also, du bist was kein dummer Junge. Sagt auch keiner. Also was gibt's noch zu reden? Erzähl mal weiter. Tut mir leid, bringst du meinen Sponsoren wieder? Nein. Welche Sponsoren denn? Kannst du das klären? Ist egal. Meine Geschichte, ist meine Sache. Aber wie kann denn ein Sponsor darauf abspringen, wenn das gar nicht stimmt angeblich? Bruder, das ist ein Sponsor, oder? Das sind Leute, die kennen mich noch nicht. Wir sind mit denen gerade in Gesprächen gewesen. Achso, und die haben das Video von Sinan G gesehen, den Stream, und die haben gesagt, oh, deswegen müssen wir abspringen. Hör doch auf, Mann, das ist doch Schwachsinn. Wem willst du sowas erzählen? Das war doch Schwachsinn. Das war doch genau dein Ziel gewesen. Warum kannst du mir erklären? Okay, eine Frage. Guck mal, das hat nichts mit dem Kampf zu tun. Warum hast du das dann erwähnt gehabt? Wir haben da an dem Tag über das alles geredet, ja. Sinan hat mich davon geredet, ob bei mir Kämpfe rausgeholt wurden oder nicht. Ihr habt von einem Kampf geredet. Guck mal, es ist eine andere Sache, wenn du sagst, du findest, du hast den Kampf gewonnen. Ich bin ehrlich mit den Sponsoren, das ist mir, ich weiß nicht, das hört sich ein bisschen fabriziert an. Könnte sein, könnte aber nicht sein. Aber ein Sponsor, der sich von einem Vorwurf abbringen lässt, dich zu signen. Lass mich halt einfach nicht vorstellen, weil er hat gewonnen, er hat gegen Sennard gewonnen, er hat gegen den absoluten Top-Favoriten gewonnen. Und da glaube ich glaube, das ist doch ein viel, viel größeres Argument, jemanden zu signen, anstatt dass der Vorwurf existiert, dass du eventuell an deiner Bilanz etwas gemacht hast. Naja, wie gesagt, hab so meine Zweifel daran. Was Schwachsinn ist von vorne bis hinten, falls du den Kampf angeguckt hast, hast du nicht. Punkt, hast du nicht. Das ist ja deine Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Du meintest, du hast viele Leute gefragt. Das ist deine Meinung, mein Lieber. Das ist keine Meinung. Du hast 5 Schläge vielleicht getroffen. Guck mal, Digga, ich habe dich 2. Runde genockt. Deine Augen haben sich gedreht wie ein kleines Kind. Der Veranstalter hat seit auch runtergehauen. Hast du mir die Hände so gemacht? Hat mit den Händen. Lass mal ausreden, ja? Ich lasse dich nicht ausreden. Ach so, dann brauchen wir auch nicht weiterreden. Ciao. Ja, brauchen wir nicht weiterreden. Geh weiter deine Lügen auftischen. Guck mal, der Alter. Was denkst du, wer du bist? Was denkt ihr, wer er ist, Alter? Lügen auftischen, der sagt, hier, man hat mir das gesagt. Man hat mir das gesagt, das ist jetzt eine Aussage. Lügen über mich verbreiten, Gerüchte auf die Welt setzen und seine Aussage ist, man hat es mir gesagt. Was ist das? Hallo? Ja. Ich wollte dich gerade 2-3 Mal. Kannst du das im Hintergrund bitte ausmachen? Ja, ist aus. Okay, perfekt. Sorry, ich habe gerade einen Anruf erhalten. Deswegen war das mit der Verbindung ein bisschen so. Schau mal, letztes Mal wieder Butter bei den Fischen. Niemand wollte irgendwas schädigen oder so. Vielleicht war das von mir auch ein bisschen voreilig gesagt.
Aber dass du diesen ganzen Shitstorm hier startest, ist auch ein bisschen too much. Aber das musst du selber wissen. Ist jetzt egal. Mach, wie du denkst, Digga. Ich will dir nichts Böses. Und wir sehen uns einfach beim Rückkampf und dann ist alles, dann wird alles geklärt. Dann werden alle Fronten geklärt. Dann haben wir da ein offizielles Kampfgericht, Leute, die offizielle Boxrichter sind und alles andere. Genau. Einfach, das sehe ich genauso. Einfach easy peasy. Diese ganze Shit-Talk, Digga, ich bin kein Kind, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Und wenn dich das so genau. Du hast einen Monat darüber geredet, einen Monat lang. Ich habe mit niemandem drüber geredet, Digga. Das Ding ist nur, wenn ich du hast Internet das automatisch im Internet oft gesehen. Das war das zweite Mal bei Sinan. Amadou, langsam, wenn ich noch in Livestreams bin und die fragen mich dieses Thema, ja, dann sage ich da meine Meinung. Das ist doch nicht so, dass ich da hingehe und sage, hey, bitte lass uns über Amadou reden. Ich habe dieses Thema selber satt. Das ist mir Schwanz. Ich will kämpfen, Digga. Verstehst du? Guck mal, was das Thema angeht, ne? Ja. Mir ist das sogar egal, ne? Du kannst tausendmal sagen, dass du gewonnen hast. Das ist mir egal, aber ab dem Moment einfach zu sagen, ich habe irgendwelche Kämpfe und ich habe die aus Boxrec ja rausholen lassen. Mal, weißt du, wie man Kämpfe aus Boxrec Amadou, niemand wollte dich damit schädigen oder deine Sponsoren oder irgendwas. Das ist, warum sollte das meine Absicht sein, dir irgendwelche Sponsorendeals wegzunehmen oder sowas? Aber was war denn deine Absicht? Das verstehe ich nicht. Wir haben da einfach so geredet, einer hat mir das gesagt, ich hätte das vielleicht ein bisschen überprüfen sollen, ich werde das nochmal näher drauf eingehen und werde dir die nötigen Randinformationen dazu geben. Jetzt stellt sich die Frage, weißt du, wie man Kämpfe aus Boxrec rausholt? Ich weiß nicht, wie das geht, aber es haben schon einige in Deutschland gemacht, wie du sicherlich weißt. Okay, und du gehst davon aus, dass ich auch das gemacht habe, weil irgendjemand dir das gesagt hat. Kann sein. Eine Person, die ich kenne, hatte ich in Frankfurt einmal verlieren gesehen. Er hat mir gesagt, sogar wenn mit dir in der Ecke war, dass, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Ich werde der Sache nachgehen und werde dir sagen, so und so. Fertig. Niemand wollte irgendwie auf schädigen. Auf jeden Fall. Oder irgendwas, Digga. Wir haben dir ein Angebot in diesem Video gemacht. Dann sage ich dann euch, ich sage, ey, wenn ich jemanden den Sieg dann gönne, dann Amadou, ist alles gut. Guck mal, das, was du gesagt hast, ne, mit ich bin ein guter Junge und, das hast du alles zunichte gemacht mit deiner Aussage. So, das macht keinen Sinn, aber was, das bringt aber mir nichts. Aber was willst du jetzt, Bruder? Was willst du jetzt? Ich will nichts von dir. Ich will nur einen Rückkampf. Ich will das nur einen Rückkampf. Das steht doch alles fest. Und ich will, dass du den Leuten beweist, dass ich ein Betrüger bin und sowas gemacht habe. Und sag dir ehrlich, ich bin gerade auf dich auch nicht gut anzusprechen. Niemand hat gesagt, dass du ein Betrüger bist oder irgendwas, Mann. Du pushst das zu sehr hoch irgendwie. Du nimmst das, ich weiß nicht, ob das im Hintergrund von dir sind, die das so in deinen Kopf einreden oder so. Du siehst doch, ich rede mit einem ganz vernünftigen Ton, ganz tolle Stimmlage. Du bist das, ja? Dann musst du mal ein bisschen runterkommen von deinem hohen Ross, mein Lieber. Was für ein hohen Ross? Ich hab dich leid gesehen. War ich respektvoll dir gegenüber? Natürlich, aber ich zu dir auch, oder? Ja, weiß, aber danach mit hast du jemals irgendwie den Anschein gehabt, dass ich zu dir irgendwie. Guck mal, du hast gerade ein Gerücht in die Welt gesetzt. Über okay. mich. Okay. Und du fragst mich, du hast. Was bringt mir das, wenn du korrekt zu mir im echten Leben bist und im Internet Gerüchte über mich verbreitest? Das ist kein Gerücht. Ich habe das gehört und ich werde der Sache nachgehen. Ich werde jetzt in Zukunft, ja. Alles, wenn also wenn geht, ist, guck, davon aus, Zukunft, das wirklich stimmt. In Zukunft, wenn jemand zu mir kommt, ich frage, geht's dir gut? Und er sagt ja, dann werde ich zu ihm gehen, mit dem Doktor hingehen und sagen, ey, lass uns erstmal eine medizinische Untersuchung machen, ob es überhaupt wirklich gut geht. Genau, was guck mal, das sehen wir doch wie. Aber es ist halt einfach nicht vergleichbar. Es ist nicht vergleichbar, weil ich fühle schon, das Gerücht kann ihm schaden. Es kann ihm schaden. Wird es ihm jetzt so schaden, dass Sponsoren weggehen und Leute teilweise oder er keine Kämpfe mehr kriegt? Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Dafür müsste man ihm das erstmal nachweisen können. So, und solange es ja ein Gerücht bleibt und er davon 100% überzeugt ist, dass es nicht der Wahrheit entspricht, so dürfte er eigentlich auch gar keinen Konsequenzen gegenüberstehen. Erst recht im Boxsport läuft das jetzt nicht so, dass du wegen einem Gerücht irgendwelche Sanktionen kriegst. Ne? Nur erwiesene Sachen, sei es Doping oder andere Geschichten. Dementsprechend. Nichtsdestotrotz ist halt einfach Senat sein Kontrahent und ist auch Profiboxer selber. Er ist nicht irgendein Fan oder ein Zuschauer. Nein, er ist jemand aus dem Sport. Das heißt, seine Aussagen tragen eine ganz andere Schwere als ein random Fan. Genau, guck mal, das sehen wir doch, wie intelligent du bist. Du weißt, was du tust. Das heißt, du hast bewusst das sogar gesagt im Interview. Du bist doch kein dummer Junge. Was ist denn da meine Intention von dir sagen? Das war einfach so aus dem Gespräch heraus. Das war niemand, irgendwie dir irgendwelche Sponsoren. Die... Diese Sache. Guck mal, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich dir einen Sponsorendeal nehme? Genau das frage ich mich auch. Was hast du davon? Was habe ich davon? Ja, genau das, Digga. Dann siehst du doch mal. Und wenn es ein Problem gegeben hätte, wenn ich das so sehr genervt hätte, du hast doch mein Instagram. Wir schreiben doch da. Du sagst, Senat, bitte, stell das bitte klar. Ich werde mich dir nicht mehr schreiben. Wir werden nicht mehr schreiben.
Du hast aber diese Videos gemacht und dann ist der Shitstorm gestartet, aber es ist egal. Ist kein Problem. Guck mal, du hast angefangen, ich werde damit schwimmen. Wie sagst du nochmal? Swimming to deep waters, ich werde darin schwimmen. Du hast dieses du hast damit angefangen, dann leb damit. So simpel ist das. Dann ist doch gut. Ich werde schon damit leben. Ist doch kein Problem. Die Sache wurde jetzt geredet. Du kannst da jetzt 1000 Sachen hineininterpretieren und dich da auch hochpushen und alles. Guck mal. Weißt du, was ich mich frage? Wie kannst du überhaupt so selbstbewusst hier in diesem Live sagen, man hat es mir gesagt. Warum soll ich das überprüfen? Und du weißt, was das bedeutet für einen Kampfsportler, für einen Profiboxer. Diese Person, die ich kenne, ist sehr vertrauensvoll und würde mir nicht mehr Informationen geben. Ja, okay. Das heißt, du bist dir sicher, dass ich wirklich ein paar Kämpfe habe, verloren habe und ich habe die rausholen lassen. Und warum erwähnt man sowas? Man erwähnt sowas nur, damit man dich runter. Genau, du hast ja aus dem Grund erwähnt, du hast ja nicht einfach so, weil es hatte mit dem Kontext nichts zu tun in dem Moment. Ich weiß nicht, was da der Kontext oder irgendwas war, keine Ahnung. Ich kann mich jetzt Ich hab das Video gesehen, deswegen weiß ich, das kann ich dir sagen. Es hatte nichts damit zu tun. Du hast einfach so aus dem Nichts gesagt, ey, da hat sogar ein paar Profikämpfe und der hat die rausholen lassen, die er verloren hat. Wie gesagt, ich werde jetzt der Sache nochmal genau nachgehen, weil so, gebt ihr die Informationen und wenn das nicht stimmt, werde ich sagen, das stimmt nicht. Dann springt deine Sponsoren bestimmt wieder an, oder? Guck mal, du hast schon Shitstorm angefangen. Du hast schon damit angefangen. Ja. Ne? Das war mir gegenüber nicht fair. Ich war dir fair gegenüber. Ich habe alles versucht, ne? Aber du sagst doch zu mir fair gegenüber, wäre es gewesen, dich da anzuschreiben und so. Das hast du ja auch nicht gemacht. Du hast direkt ein Video gemacht. Du hast ja einen Doppelmoral. Ich war fair. Das, was ich gemacht habe, war fair. Du hast dieses Video gemacht. Du hättest mir doch schreiben können. Sehen, bitte, ich habe ein Problem. Warum soll ich es schicken? Das ist schon in der Öffentlichkeit. 20.000 Leute haben es gesehen. Aber du hast gar keine Beweise. Kannst du das bitte klarstellen? Ich hätte das gemacht, 100%. Und weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist? Der Unterschied zwischen dir und mir ist, du setzt Gerüchte auf die Welt. Der Unterschied ist, du lebst in einer Doppelmoral. Das ist der Unterschied. Du setzt Gerüchte auf die Welt, das ist der Unterschied zwischen dir und mir, und ich sage die Wahrheit. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich hatte kurz den Anruf meiner Mutter. Du setzt Gerüchte auf dieser Welt und ich sag, was Sache ist. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Also okay, ist das von einem Cheffilm? Wenn du die Lügen an mich bereits, verbreite ich die Wahrheit über dich. Ich verbreite immer Wahrheit. Ich habe es nicht nötig zu lügen. Ich habe nicht nötig, Gerüchte oder Sachen über Leute zu sagen, die einen schädigen. Ich wollte dir niemals damit schädigen, aber alles gut, wie gesagt, ich werde der Sache nachgehen und werde dir das genau sagen, wer das gesagt hat und so, es bleibt, und dann wird das geklärt. Und wenn das nicht so stimmt und du davon einen Schaden getragen hast, wie bitte? Das wäre schön, guck mal, und mach das öffentlich, wir brauchen das nicht privat schreiben, weil das hast du mir nicht privat gesagt, das hast du in der Öffentlichkeit gesagt und mach das genauso weiter, wie du es bis jetzt hin gemacht hast. Guck mal. Wenn du es klarstellst und sagst, hör mal zu, ne, du hast ja nur zwei Sachen, entweder du beweist es oder du stellst klar, dass das nicht stimmt. Wenn du sagst, dann sagst du, hey, guck mal, guter Mann, der hat es klargestellt, dass es doch nicht so ist. 100%. Gib mir bis morgen Zeit und das passt dann, ne? Okay, dann bis dann. Wünsche dir einen schönen Abend. Schönen Abend, ciao, ciao. Ja, ich denke, das war gegen Ende hin, ist man dann zu einem, sagen wir mal, zu einer Lösung gekommen, die definitiv Sinn macht. Weil das Ding ist halt einfach, als Profisportler ein Gerücht in die Öffentlichkeit zu tragen, ne, ist jemanden, ob du es willst oder nicht, schaden. Ne, weil die Leute hören davon, hinterfragen sich und es gibt keine eindeutigen Beweise für oder gegen ihn. So, und so ist es auch nur fair, dass wenn man jemanden nicht schaden möchte, dass man diesen Gerüchten selber, die man teilweise in die Öffentlichkeit getragen hat, hinterhergeht und schaut, ob das falsch oder richtig ist. Und es reicht natürlich auch, wenn es falsch ist, das Ganze öffentlich auch dann zu sagen. Und ich glaube, das hat auch Senat gemacht. Ich gucke mal ganz kurz auf seinen TikTok-Account. Ich glaube, da hat er die Antwort gepostet. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Ich muss etwas unterstellen, denn Recht ist Recht. Hi Senat. Ich habe da was verwechselt mit dem Amadou. Der Amadou, der hat geboxt gegen den Stefano Ciamba. Das war in seinem ersten Kampf. Und der Giovanni war der Manager von dem Stefano Ciamba. Also hat er doch nicht gelogen. 4 Kämpfe und 4 Siege. Das war der Stefano Ciamba, aber das ist auch Schwarzer. Und die sehen ja alle gar gleich aus. Tut mir leid, aber macht ja.
können wir gerade über den letzten Satz reden, dass er gesagt hat, die sehen alle gleich aus. Und er das einfach so einspielt. Auch eine Entschuldigung meinerseits, dass ich diese Information nicht direkt sorgfältig gecheckt habe. Recht ist Recht. Sympathisches Arschloch. Du hattest Recht. Jedem seinen Hack. Falls ich in Zukunft jemanden fragen sollte, wie es dir geht, und er sagt, es geht mir gut, ohne mir ein Gesundheitszeugnis zu zeigen, werde ich das nicht glauben. Aber nein, Leute, wie gesagt, Spaß beiseite. War ein Fehler, falsche Information. Man muss Mann sein, das einzugestehen. Und natürlich jedem seinen Hack. Deswegen wollte ich das einmal öffentlich mit euch teilen. Ich hoffe, dass Amadou seinen Sonnencreme-Sponsor in Dubai damit nicht verloren hat und dass er wieder den Deal zurückbekommt. Ist der richtige Move gewesen, das 100% klarzustellen, aber der Satz von dem Typen da ging überhaupt nicht. Also ging gar nicht. So. Ja, dann hat halt Amadou die Wahrheit gesagt und wie gesagt, da ist Amadou auf jeden Fall 100% im Hack gewesen, das Ding in die Öffentlichkeit zu tragen und Welle zu machen und seinen Namen vor den Vorwürfen reinzuwaschen. So einfach ist das. Dann zu guter Letzt. Und zwar hat anscheinend Capital gestern eine Art Diss-Song oder Diss-Snippet gegenüber Yakari gebracht. Aus dem Nix. Einfach so. Und viele wollten, dass ich darauf reagiere. Und natürlich mache ich das dann auch. Ich bin jetzt einfach mal generell gespannt, wie das Ding sich anhört. Was geht ab, Bruder? Hast du mich vermisst? Ja, egal was du machst, du musst immer einen Rückschlag erwarten, merkst du das? Du bist nicht mit mir, sag mir wo und wann, meine Brothers haben iPhone und der Kalis war was Namen. Er beleidigt Mütter und nennt sich Rap-Lines. Ich fick seine Mutter, ich geh Youporn Gangbang Trends 1. Shit. Du bist nicht mit mir, sag mir wo und wann. Meine Brothers haben iPhone und der Kalis war was Namen. Er beleidigt Mütter und nennt sich Rap-Lines. Ich fick seine Mutter, ich geh Youporn Gangbang Trends 1. Du große Schäden, deine Mama hat zu lang geblasen, ich kann Lippen lesen. Sie denkt, das ist ein Liebeslied. Sie muss eine Hurentochter sein, wenn sie so'n Hundesohn erzieht. Und kommt der Kari nach Berlin, gibt da ein volles Magazin. Die Bus fragen mich, wo ich war, als die ganzen Kugeln fielen. Ich bin dann Hebräisch, war auf Kokain. Aber wo war denn Kari? Oder wo war denn Kali? Nein, sie hat noch Beef mit ihm. Was könnte ich? Geh Youporn Gangbang Trends 1. Du große Schäden, deine Mama hat zu lang geblasen, ich kann Lippen lesen. Sie denkt, das ist ein Liebeslied. Sie muss eine Hurentochter sein, wenn sie so'n Hundesohn erzieht. Und kommt der Kari nach Berlin, gibt da ein volles Magazin. Die Bus fragen mich, wo ich war, als die ganzen Kugeln fielen. Ich bin dann Hebräisch, war auf Kokain. Aber wo war denn Kari? Oder wo war denn Kali? Nein, sie hat noch Beef mit ihm. Was könnt ihr zu ihr Kari sagen? Ich weiß nur, dass sein Name Schwanz heißt auf 7 Sprachen. Das ist ein nicer Front. Oh shit. Das ist ein nicer Front, das ist ein nicer Front. Das Problem ist natürlich, die Mutterlines sind insane. Ne, die sind sehr unter der Gürtellinie. Nichtsdestotrotz, natürlich weiß ich noch, dass als Yakari Kapi gedisst hat, meinte er, du bist in Dubai sicher, aber deine Frau und Kind leben ja hier in Deutschland. Ne, womit er auch einiges suggeriert hat, was ja auch komplett unter die Grenze gegangen ist. Dass die Antwort jetzt kommt, hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Dachte eigentlich, das Ding wäre durch zwischen den beiden. So, aber wie gesagt, da hat auf jeden Fall Capital recht mit dem ersten Satz in dem ganzen Ding. Und zwar, du musst immer mit einem Rückschlag rechnen. So 100%, 24-7. Die Kripos lachen, weil sie selbst verstehen. Ein Witz gefickt, irgendwann von irgendwem. Schläger hör ich diese Leute sagen. Ich sag normal, wenn sich zwei Fotzen schlagen. Und wenn sie Hosen wissen, so eine Zeile schenk ich uns an einen Hund. Yakari an der Leine, ey. Ja, ich sign ihn dann bei Bramusik. Hosen zeigt sich dann genau wie man ein Hund aussieht. Aber wenn er wieder Eier macht, bitte, Schabraschim, mach ihm seine Eier.
was für Boxen, meine Stadt ist ein Dschungel. Es gab ich die Props, jetzt geb ich die Kugeln. Und dein Kopf hört die Kapitalschubel. Deine Mutters Muschi sieht aus wie ein riesiger Tunnel. Du gehst mit dem Rücken raus. Ey, was ist das? Was ist das, yo? Was ist das? Digga, holy shit! Junge, was passiert hier gerade mit Deutschrap, Junge? Alter, hat das ein Level angenommen, Digga. Ist ja geisteskrank. Geht mit dem Rücken raus, doch du gehst allein schlafen. Ich komm in ein Leihwagen und ich lass dich bleiben. Für ein Hurensohn wie dich hab ich ihn trinkt. Mich hat keiner runtergekriegt. Keiner sagt, Kapital hat ja kein Egebild. Alle sagen, Kapital hat ja keine Boom. Runtergefickt. Hey! Was los, Bruder? Hast du noch Bock? Kommst du? Berlin lebt, ich bin hier, mein Bruder. Jederzeit! Hey. Okay, das war der Diss-Track, oder das war eigentlich ein Diss-Track von Kapi, aber der noch teilweise eine Rohversion gewesen ist. Sehr, sehr hartes Ding. Rein stilistisch gesehen fand ich das eigentlich ziemlich geil. Ich hätte gerne natürlich das, den kompletten Song in geiler Qualität gehört. Wäre nochmal viel, viel geiler gewesen, teilweise nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Beat war nämlich super interessant. War noch nicht etwas, auf was ich Kapital generell so gehört habe. Aber es hat sich gut zugefügt. Also zu 100%. Er ist ja in der Albumphase, ne? Macht seine Tracks für das Album fertig. Deswegen, es ist natürlich bei Kapital immer die Frage, wie baut sich das Album auf? Was ist die Idee hinter dem Album? So, es ist ein Teaser. Ne, es ist ein Teaser zu dem Album, was in so eine richtig ekelhafte, dreckige, reingehende Art geht. Könnte man sehr, sehr gehypt drauf sein. Das auf jeden Fall. Der Song ist auf jeden Fall ein geiler Trailer zu dem Ding. Und geht sehr, 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 sehr hart rein. Muss man wirklich so sagen. Mal schauen, ob Yakari darauf antwortet oder nicht. Wir werden das weiterhin verfolgen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.